Servus Leute, willkommen zu Dying Light 2. Es geht wieder weiter mit mir, MacMo. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr einschaltet. Freut mich sehr. Das letzte Mal gab es ja ein bisschen Open World erkunden. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten. Es waren, keine Ahnung, viel insgesamt fast 2 Stunden, glaube ich, die ich dann gekürzt habe. Auf das Wesentliche. Ja, und heute geht's wieder mal mit normaler Hauptstory weiter, denke ich mal, weil ich habe ja eine Story nicht angefangen letztes Mal. Und da können wir eigentlich direkt weitermachen. Und das werden wir auch gleich tun. Los geht's, Leute. Ja, das letzte Mal habe ich ein bisschen mehr über das Spiel kennengelernt, wie es eigentlich so abläuft. Ich meine, es ist so typisch halt auch. Es gibt dann diese und diese Orte, die kannst du erkunden, dann kannst du dieses machen. Open World halt, aber es macht schon Spaß, wenn einem Open World Spaß macht. Und mir macht sowas Spaß. Und deswegen finde ich das auch ganz cool. Ich mag das. Ja, und es gibt noch sau viel zu entdecken. Ich war nur in einem Viertel bis jetzt. Ich kann euch mal die Karte ja kurz zeigen, weil ich werde jetzt in diesem Video jetzt mal nichts schneiden, ja, damit ihr wieder komplett alles seht. Letzte Mal, warte mal, wo waren wir da überhaupt? Ach ja, wir sind ja wieder zu dem Heini da, also diesem komischen Heini da, der uns ja zunächst nicht aufmachen wollte. Da bin ich ja zum Abschluss nochmal hingegangen. Gut, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, ihr habt ja schon gesehen, ich habe ja diese neue coole Waffe. Ich habe hier noch ein paar coole andere. Aber eine von denen habe ich mir in mein Vorratslager gesteckt, damit wir auf jeden Fall noch was haben, falls ja, was kaputt gehen sollte oder so. Ja, hier, ja, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, aber auf der Karte kann ich euch nur kurz zeigen. Ah ja, wenn man L1 oder R1 drückt, dann verzögert er die Eingabe, deswegen, ja, ich verstehe. Naja, das hier haben wir noch nicht erkundet, hier hinten war ich, ja, hat mir nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, was das soll, denn ich war dort, aber vielleicht kann man dann auch nichts machen. Oder vielleicht habe ich es einfach nur verkackt. Da war ich nicht. Vielleicht hätten wir da noch hingehen sollen. Allerdings will ich jetzt erstmal die Story weitermachen. Das ist die Story-Quest, die wir jetzt hier starten. Also laufen wir jetzt direkt darüber und dann schauen wir mal. Ja, zum Spiel. Ja, es macht echt Bock, muss ich sagen. Aber, ja gut. Ich glaube, ich habe immer noch nur an der Oberfläche bis jetzt gekratzt. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. So. 57... Was ist denn da? 57 Meter, 40 Meter, blau. Vielleicht machen wir das auch noch schnell. Ja, da ist jemand in Gefahr. Da ist jemand in Gefahr. Ey. Probier ich. Der Dumme ist, der ist jetzt runter, nachdem ich hoch bin. Wer ist das? Hallo, lass jetzt endlich los. Du siehst mir nicht so. Oh, der ist schnell. Okay, okay. Jetzt hab ich dich, du Abschau. Drück den falschen Knopf, glaubst du das? Das ist gar nichts. Das ist zwar fies, aber das ist mir wurscht. Er hat's verdient. Was? Hast du 2 gegen mich? Glaube ich kaum. Bandit gefangen. Das hat mich jetzt schon wieder aufgeregt. Und es regt mich immer auf. Dieses... Okay, ich habe jetzt versehentlich R1 gedrückt. Dann ist er gesprungen. Ich wollte eigentlich zuschlagen. Aber du willst runter und er macht dann diesen hier. Ja, jetzt klappt es nicht. Vorführeffekt. Aber das, was gerade wieder passiert ist, das hier. Er hält sich automatisch fest. Ich meine, es ist nützlich. Aber bei manchen Fällen, so wie jetzt... Dann nervt es mich. Wo ist denn mein Medikit? Ah, da ist es. Oh, wir müssen wieder welche basteln. Hm? Das machen wir gleich nochmal. Ja. Sehr schön, wieder aufgefüllt. Unsere Health Bar ist auch so winzig, finde ich. Also, schlimm. Was haben wir denn noch? Oh ja. Naja. 8 Honig. Das ist jetzt nicht die Menge. Hm, ich mach mal nochmal 2. Okay. Hab ich die Wurfmesser benutzt? Habe ich nicht mitgegeben. What? Ist meine Waffe kaputt gegangen oder warum haben wir jetzt eine andere Waffe? Welche haben wir gerade ausgerüstet, bitte? Wir haben immer noch keine Modifikation. Wir haben nichts, ne? Das sind solche Noobs noch im Endeffekt. Na egal, weiter. Ah, wir kommen nicht hoch. Jetzt hältst du dich nicht fest, hä? Gelösche! Okay. Geht auch da hoch. Ist der dumm?
Ja, dem sind wir noch hochgekommen. Jetzt hör doch auf zu spinnen. Geht's da hoch? Das ist, weil ich R1 drücke, obwohl ich schon oben bin, oder? Ich darf das nicht mehr machen, oder? Naja, ihr seht hier den, ja. Ja, meinen jämmerlichen Progress. Okay, aber gut, jetzt. Hier passiert was. Mich wundert es halt wirklich, dass es keine Schusswaffen jetzt für sie Leute in der Zukunft gibt. Das ist jetzt nicht so eine hochtechnologische Angelegenheit. Verbringen Sie Zeit auf dem Bazar, während Sie darauf warten, dass Hakon Sie von Hakon zu hören. Okay, dann gehen wir mal da rein auf den Bazar. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was wir tun können. Auf dem Bazar. Welcome to the Bazaar. Roof's Goodies. Moment, waren wir hier nicht? Ist die ganze Meute uns dann lynchen wollte? Ich weiß nicht, ob das hier war. Könnte sein, aber keine Ahnung. Okay, hier ist was los. Tja, eine ehemalige Kirche. Hey, pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Carlos. Was ist los, Carlos? 5 Jahre gelernt? Herzlich willkommen. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Hier ist eine Quest, aber das ist auch eine Quest. Plötzlich labern alle durcheinander. Reden wir mal mit Carlos. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Ja. Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum 3. Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Ja, was? Worum geht's denn überhaupt? Worum geht's bei dieser Prüfung? Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Schön. Also wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Das ist wohl unser Auftrag, nicht wahr? Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Soweit ich weiß, findet man sie an 2 Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen gefällt mir gar nicht. Geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Umspannwerks. Boah, habe ich die Teile? Anscheinend schon. Offenbar hast du endlich doch Glück. Ich habe solche Teile zufällig dabei. Das war dieses Militärding, wo wir waren, nicht wahr? Das ist einfach fantastisch. In der letzten Folge. Geschickt haben. Cool, dann können wir die Quest gleich abschließen. Und kriegen gleich das Teil von ihm. Oh, perfekt gelaufen, Leute. Hat sich also gelohnt, sich ein bisschen umzuschauen. Eine Sache noch. Cool. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenferch in der Nähe der Mauer. Also die Quest ist noch nicht vorbei, offensichtlich. Warte mal, das können wir doch gleich mal beenden. Das ist nicht weit weg, hey, oder? Wie geht's dir? Kommst du zurecht in der Stadt? Oh, Hakon meldet sich. Hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Also, so gleich. Jetzt machen wir mal das mal fertig hier. Halten wir mal ein, mal sehen, was passiert. Und nun?
Da hinten ist es. Ich hatte zwei ganze Tage lang kein Wasser. Da ist alles verschrumpelt. Idiot. Die Spannung war zu hoch. Das Ding ist gestorben. Alles in Ordnung? Nein. Sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Eigentlich ist es ja eine gute Entfernung. Das glaube ich nicht. Das ist aber sehr, sehr... Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial. Potenzial, ja. Das ist für Kreaturen hier. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Das könnte stimmen. Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege so habe ich das nicht gemeint, hat aber okay. Ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als und ernenne dich zum Die Gestalten hier, oder? Meisterhandwerker? Wirklich? Oh, wirklich? Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Ja. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, okay, wie ich cool. dir danken soll. Hier, nimm das. Also, was kriegen wir jetzt da? Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? Komische Quest schon wieder. Okay. Waffenmodifikation. Ah ja, das ist aber schon mal gut. Eile, Drähte, Elektrikteile. Oh, wir können was Neues herstellen. Funke. Okay. Zum Installieren eines Waffenmods benötigen Sie einen Entwurf. Das haben wir jetzt. Überprüfen Sie die Anzahl der Modslots. Ah, okay, das ist der erste Mod, den wir bauen können. Aha. Drücken Sie, um den Fahrzeug zu wechseln, eine Waffe und... Das müssen wir jetzt gleich mal austesten. So, arme Ziege. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Sicherheitszone. Wir sind noch in der Sicherheitszone. Naja, vielleicht machen wir die andere Quest auch noch schnell, wenn wir da sind. Aber lasst mich erstmal die Modifikation austesten. Wie geht das? Okay, modifizieren. Haben wir das hier? Funke. Was bedeutet das? 3 Sekunden Elementarschaden, kritische Trefferchance 8. Naja. Mal anwenden. Ach, so geht das. Das ist bescheuert. Okay, jetzt haben wir Funke. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das müssten wir in der Fertigung auch haben. Nö, ich sehe es nicht. Moment, vielleicht ist... Komisch. Ich dachte... Mal ganz kurz. Ach so, hier baut man die dann sozusagen. Man baut die gar nicht in der Fertigung. Okay. Im Inventar müsste ich noch irgendwas haben, sagt er. Bin ich denn noch im Inventar? Da seht ihr, da oben leuchtet es ja. Irgendwo in mein Licht. Wir sind hier in der Versailles. Verstehe ich. Verstehe nicht, warum es hier zum Beispiel noch leuchtet. Seht ihr, da leuchtet es. Warum? Okay, wie auch immer. Wie auch immer. Gut, da drin war noch eine Quest, die schaue ich mir noch schnell an. So ein Scheiß. Die Leute beschweren sich immer. Yep. Und das ist alles, was zählt. Arkon hat sich zwar schon gemeldet, aber hier ist noch etwas los. Wäre doch jetzt irgendwie schade, unverrichtete Dinge hier rauszugehen. Kommt mir jedenfalls so vor. Was ist? So gepflegt. Komm her. Wir müssen erstmal gucken. Was ist das zum Beispiel? Ein Händler stinkt nochmal. Ja, wir können was verkaufen, oder? Wegen der Situation mit dem Wasser unternehmen. Oh, das ist die Quest, glaube ich. Okay, das sind die zwei verschiedenen Schuhe. Tja, ich weiß auch nicht, was wir davon verkaufen sollen. Vielleicht sollte ich auch gar nichts verkaufen. Und ich finde auch
Das sind ganz schwache Teile alles halt. Also ich glaube kaum, dass wir davon irgendwas brauchen. Was ist das? Ein Wurfgegenstand. Oh, das ist ja krass. Aber auch nur einzigartig. Ja. Also es ist ein einfacher Händler. Was machst du? Reparierst du Sachen? Was ist los? Handwerksmeister. Ah, Handwerksmeister. Bei Handwerksmeistern können sie Entwürfe kaufen. Ah, zum Upgraden. Aha, ach, du kannst doch die Sachen upgraden. Okay, schauen wir mal, was der für uns tun kann. Das hier könnte man kaufen, dann könnten wir die selbst bauen. Ach, das ist der Typ von gerade eben. Okay, alles klar. Es kostet 280. Das kostet auch 280. Ist aber sehr nützlich. Euer Pfeil kostet die Konstruktion 700. Du bist ja ein Abzocker. Gift. Lame. Das sind die Schaftmods. Für den Griff. Ermächtigung. Was macht ihre Waffe schwerer und erhöht den Schaden? Eine Sache machen wir, und zwar das hier. Wir haben doch keinen Schaftmod. Das ist schön. Okay, mehr kann ich mir eh nicht leisten. Und deswegen gehen wir jetzt ganz kurz ins... Moment. Das... Hier. Modifikationen. Schaft. Ah, wo ist das Schaft? Oh, Talisman. Oh, das hier natürlich. Kleines Souvenirchen. Ja, aber wir haben es doch geholt. Wir haben es gekauft. Warum können wir es jetzt nicht bauen? Oder ist es nicht bei der Schaft? Modifikation, sondern... Ja, das ist hier. Wo ist der Sinn? Haben wir es nicht gerade gekauft? Verstehe ich das? Nein, ich verstehe es halt einfach nicht. Verstehe es halt einfach nicht. Ach, das ist noch neu. Deswegen. Okay, das habe ich jetzt auch gecheckt. Und dennoch, ich verstehe es nicht. Wir haben doch gerade was gekauft. Oh mein Gott, das nervt. Voll komisch. Ist nicht möglich, ne? Ich habe mir extra einen Schaft-Mod gekauft. Ach, so geht das. Nee, doch nicht. Ja, okay, check. Ist mir aber auch egal. Das wird sich irgendwann von alleine auflösen. Nehmen wir mal diese Quest hier noch an. Hey, Bursche, bist du nicht dieser Pilger? Ja, ich bin der Bursche. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bebin. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feitstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Immer genau. Langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bebin, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mache ich dich kalt. Okay, vielleicht reden wir doch mal mit ihm. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den scheiß Galu kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht... Marco. Marco? Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich es mir überlege, ist er mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hornfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Naja, das könnten wir uns wirklich ganz schauen. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Aha. Tu ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hornfield, ein paar Häuser weiter.
Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Da sagt er nichts mehr. Das machen wir jetzt auch mal schnell, weil... stinkt mir. Okay, finden Sie Marco, den Wasserlieferanten. Finden Sie Hans, den Jäger, bevor er es trinkt. Ja, ich habe keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier raus, würde ich sagen. Ich wollte die Waffe nicht benutzen. Ich wollte schneller laufen, was nicht ging. Okay, wir gehen mal, solange es hell ist, dahin. Ich hoffe, wir schaffen das. 400 Meter! Oh mein Gott. Lasst mich mal sehen, wo das überhaupt ist. Das ist, oh Gott, ja ganz weit weg. Ich war da noch gar nicht halt, ne? Aber, okay, macht doch nichts. Gehen wir mal hin. Okay. Es ist noch mitten am Tag. Ich hoffe, mich erwischt kein Weißer. Moment. Wir müssen also zu 2 am besten gehen. Da oben ist wieder eine Nebenquest. Jetzt ist es immer gut hier. Sorry, keine Zeit. Komm wieder hoch. No. Doch. Heil, Junge. Gut geklettert. Weg. Zuerst zu 2. Das ist schon wieder Military hier. Es gibt viel zu entdecken. Das mache ich in Ruhe. Aber wir machen jetzt nur die Quests. Ganz stumpf. Komisch, dass hier nichts ist. Naja, wir haben eine dunkle Höhle zufällig entdeckt. Ich weiß ja nicht, warum sie mich angreifen wollen. Aber Tatsache ist, dass ich zu schnell für sie sein werde. Jetzt bist du dran. So, kannst du dich mit ihm beschäftigen, Junge? So, es ist nicht mehr weit. Nur noch 70 Meter. Es gibt doch U-Bahn, aha, da schon mal her. Wir müssen jetzt unbedingt da hoch. Oder? Ja, doch, am besten schon. Würdest du bitte da hochklettern? Ja, hoch. Bist du zu dumm, um zu klettern? Okay, dann gehen wir woanders. Dahin, 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 dahin. Und dann hier hin. Hopp. Wunderbar, Junge. Und Sprung. Schön machst du das. So, der darf das Wasser nicht trinken. Was los, du Hund? Hans? Hans, bist du da? Ich habe irgendwas gerade gehört. Oh. No. Er sagt mal, das ist doch wahnsinniges Pech. Alles, was ich abgesucht habe, war falsch. Okay, gucken Hans. Wir mal. Baulampen, ja, die hat er sich eingestellt. Wo kriegen sie eigentlich die Energie für die Lampen her, frage ich mich. Wo ist Hans? Was zur Hölle? Der hat davon getrunken. Trink das Wasser nicht. Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen bei diesem Militärturm, ein paar hundert Meter westlich von hier. Oder er ist bei den Höfen. Ich gehe zum Turm, du gehst zu den Höfen, schnell. Warte, warte! Nimm den Alt mit, falls er schon was von dem Wasser getrunken hat. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Na, dann hoffen wir mal, dass ich ihn finde. Aber wie bescheuert ist das, dass wir jetzt das machen? Oh. Bescheuert.
So bescheuert, das gibt's gar nicht. Wie weit ist das? 114. Naja, 114 geht ja noch. Kriegen wir hin. Wenn wir das irgendwie überspringen. Ich hoffe es. Komm schon. Ja. Wir haben ein weiteres Windrad gefunden. Wie schön. Frag mich, warum ich... Also ich habe die Story immer noch nicht ganz gecheckt. Warum mich hier Leute angreifen und andere wiederum nicht. Wie weit ist das? 51 Meter. Ganz komisch. Hier ist jemand in Gefahr oder was ist das hier? Wenn wir da sind, können wir ja vielleicht mal helfen. Was ist das? Was ist hier? Ja, lass uns kämpfen. Jetzt, du Bastard. Ganz gut. Da hinten wird er angegriffen. Wie geil. Steckst in den Arsch. Erster tot. Du greifst mich an, obwohl der andere dich attackiert. Okay, von mir aus. Warum machen wir das jetzt? Jawohl. Sehr schön. Du dummer Hurensohn. Geh mir hoch. Oh, wow, sehr schön. Gut, der muss da unten kämpfen. Wir können uns verbinden. Geil, da war endlich mal dieser Stromschlag. Fett. Das ist unsere Trophäe. So, das waren Banditen. Okay, das sind diese zufälligen Ereignisse. Oh, wir müssen das aber aufmachen. Das kommt doch wieder in Open World Abenteuer rein. Ah, hier ist es. Das war gar nicht meine Absicht. Na, und dann geht's weiter. So, okay. So, wo ist denn jetzt die Nummer 2? Das ist 30 Meter nur, das ist echt nicht weit. Wie kommst du da hoch? Kommt er nicht hoch? Hetzerle. Okay. Ich weiß, dass ich da noch nicht alles habe. Scheiße, verfluchten, verdammter Kacke nochmal! Wo ist das Ding? Hans? Hans? Hier hin? Hier? Falsch! Ja. Wir machen einen Flashlight. Ruhe, sehr schön. Oh, wir haben ihn im Kopf. Wie würde Thranduil sagen, wir haben ihn ja befreit. Wir haben seine erbärmlichen Schultern von seinem jämmerlichen Kopf befreit. So, wo ist denn jetzt die 2 verdammt nochmal? Ah, hier. Okay, hier. Junge, hast du schon Hans? Was getrunken? Bist du Hans? Was willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings habe ich das. Schmeckt wie Pisse. Da ist dein Alk. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheißdreck. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Also liebt sie mich doch noch, obwohl sie immer nur stichelt und rumäkelt. Und da sagt man, Romantik ist tot. Hier, dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee, mir geht's gut. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch einen wichtigen Termin. Ganz schön viel zu tun für uns. Jetzt müssen wir nämlich noch zu dem anderen Punkt rennen. Und da rennen wir auch einfach nur hin. Aber cool, wir haben eine gute Tat vollbracht, offensichtlich. Was hat denn hier? Ausgehschuhe. Wer braucht sie nicht? Ich sehe schon, die Gegner sind hier schon auf Level 2 teilweise. So, wo ist der zweite Punkt? Oh, der ist gar nicht so weit weg von hier. Ist ja eigentlich perfekt. Der in eine ähnliche Richtung gelaufen. Ich brauche mal wieder Honig, merke ich.
Vorhin hat der andere es noch erfunden, plötzlich hat jeder das Zeug. Hey, was ist das? Ach, hier kann man Geschichten wieder anhören. Wenn man sich dazu setzt. Ja, das machen wir jetzt natürlich nicht. Das habe ich mal gemacht in Open World, war sehr langweilig. Okay, manchmal könnte es auch interessant sein. In meinem Fall war es halt so. Ich habe das nicht mal ins Video reingeschnitten. Wer vielleicht bemerkt. Okay, hier komme ich nicht rein von der Seite. Entweder drüben oder aus dem Erdgesch... Oh, hier ist aber ein Fenster. Okay, hier rein. Da ist auf jeden Fall was für uns. Das mit. Das reizt, cool. Schuhe. Ausgeschuhe, schon wieder Schuhe. Ja, okay, aber wie geht's nach unten hier? Wie geht's hier nach unten? Soll ich veräppeln? Finden Sie Marco. Mensch, Marco, wo bist du? Hier vielleicht. Was? Nichts. Ah. Oh, okay, so. Los, los, du Depp. Aka. Oh. Können wir die Lampe ausmachen? Who are you? Bist du Marco? Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Ein Wasserdieb. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Meint denn der Typ? Wie meinst du das? Du wolltest mich ausrauben, stimmt's? Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht? Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Hm, wahrscheinlich scheint gut, dass wir zuerst oben hin sind. Okay, wie kommen wir nach unten, um diese Typen da zu erledigen? Irgendwo gehen. Nicht, dass wir da... Geht gar nicht, okay. Ich dachte schon, hier geht's runter. Ja, ich weiß, ich hab fertig... Okay, was... Okay, Fertigkeit. Was haben wir? Parcours-Punkte. Jetzt können wir uns diesen hier geben. Also kupft wie tupft, nicht wahr? Wir brauchen erstmal das hier, damit wir die anderen Dinger bekommen können. Gerade. Okay, wo geht's denn hier weiter? Wo kommen wir denn? Oder wir gehen einfach raus. Das können wir natürlich auch machen. Ich glaube, das machen wir auch, solange es noch Tag ist. Habe ich jetzt geworfen? Ich habe eine Münze geworfen, nicht wahr? Ich hoffe, wir brauchen keinen Scheiß jetzt. Das sind einige. Okay. Das war schön. Sehr schön. Yo! War das nicht nice? Jetzt holen wir uns doch gleich noch ein paar Sachen. Weil die Belohnung fällt nämlich doppelt und dreifach aus, wenn wir ihn plündern. Wir sind schon arschig. Aber in dieser harten Welt müssen wir irgendwie überleben. Gib mir die Ausgehschuhe, Junge. Gib mir die Gewichte. Wer möchte nicht Gewichte mit sich schleppen? Na, wer? Hm? Was soll ich hier geben? Ah, okay. Ich brauche eine Flasche. Wozu ist die denn gut? Flaschen, um Leute zum Taumeln zu bringen. Ja gut, so geistesgegenwärtig bin ich im Kampf noch lange nicht. Noch lange, lange nicht. Zumachen? Ja, anscheinend. Auf dem Weg, Bursche. Gut, dass wir vorher geplündert haben. Du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte.
jetzt bin ich mal auf die Auflösung dieser Quest gespannt, ey. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Ah, ja. Du musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallt, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Okay, so langsam ergibt das alles hier Sinn. So sein. Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Ja, aber was ist mit Julian? Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Richtig. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Was, ich soll das mit ihm ausmachen? Das ist doch Schwachsinn. Allerdings, er war besoffen, er weiß es gar nicht. Vielleicht hat der andere ihn ja beklaut. Na, ich sage ihm die Wahrheit. Scheiß drauf, das finde ich doof. Sei einfach ehrlich und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Ja. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Das war so klar. Okay, Junge, dann kämpfen wir eben, wenn du unbedingt willst. Boah, Junge. Oh, der weicht aus. Wie schlecht, Marco. Mal sehen, ob ich ihn mal parieren kann. Nö, natürlich nicht. Oh, Scheiße. Alter, war der stark. Ich will nachher. Komm schon. Gut, Marco, auf geht's. Let's fight. Wie viel zahlt ihr schon? Niemand zahlt mir irgendwas, du Hund. Das gibt's einfach nicht. Die Wahl lag bei dir. Zu spät wieder. Der ist zu stark für mich. Sehr gut. Ich muss mich mal heilen. Das ist wichtig. Ich schaff's nicht. Der braucht zu lange, um seine Bandage anzulegen. Na endlich mal. Gut, können wir jetzt mal kämpfen? Könntest du mal bitte springen, danke. So, ich muss sie mal parieren, sonst wird es nie was. Wie weichst du oben aus, wenn ich auf deine Beine schlage, Junge? Wie blockst du, obwohl ich... Also. Shocking, ne? Ich muss irgendwie so einen Spackenkampf machen. Das schaut nicht gut aus für mich. Ich konnte mich noch rein. Unglaublich. Jetzt blockt er. Jetzt machen wir es. Na komm her, Junge. Ich schaff's nicht zu parieren. Unglaublich. Ich weiß nicht, wann er wünschte, dass ich pariere. Ich weiß es nicht. Wieder nicht. Na egal, wir haben ihn trotzdem gekillt. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber was willst du machen? Nein, nein. Oh, bist du dumm. Er hat es einfach angewendet, der Dumm. So, wie weit müssen wir jetzt? 400 Meter, na klar. Aber war hier noch was, bevor wir wieder abzischen? Cool, das ist sehr interessant. Hier ist noch etwas. Oh, oh. Wie kommt man denn da hin?
Oh, Handwerksmeister. So. Oh. Hier. Leder. Okay, wir gehen jetzt. Ich konnte ihn nicht parieren. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ey, ist unglaublich. War unfähig. Ich habe irgendwie das Timing nie gefunden. Schlimm. Warum kann man manchmal ins Häuser gehen, frage ich mich. Oh, es wird schon wieder Abend. Das gefällt mir wieder nicht. Schnell zurück. Sehr schön. Irgendein Kevin hat sich gerade gemeldet. Ist wieder eine Quest. Egal, wir machen das mal. Wieder ein Hemmstoffbehälter, gleich in der Nähe. Ja, hier ist einiges, was wir nicht entdecken konnten halt. Und wir haben zwei Quests noch gefunden, aber wir laufen jetzt einfach nur mal zurück. Hm, wir kommen doch nicht zu einer Hauptquest, oder? Oder soll man die jetzt noch machen, sagt ihr? Hm? Nachtaktivität ist das. Alles bescheuert hier. Was zur Hölle ist das? Kuckuck. Sind das Banditen oder? Na egal, was ist das? Gehen wir weiter. So einfach ist es nicht, die Wege hier zu finden, finde ich. Oft dann Momente, wo du dich wieder umorientieren musst. Okay, jetzt sind wir ziemlich nah dran. Hast du im Basar etwas gefunden, das dir gefällt? Was für eine Frage. Weiter geht's. Hier ist es. Mal sehen, ob die Entscheidung richtig war, aber ich wollte ihn halt. Nicht, dass der andere für ihn büßt hat, ne? Ich hab noch nie jemanden getroffen, keinen Auftrag. Krumme Dinge abziehen hier. So, jetzt. Was ist hier los? Bevins Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte. Sag ihnen, dass ich das nicht war. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord. Würdest du das vor dem Rat des Basars beschwören? Ja. Wo ist der Lieferant? Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist Abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit Gips gestreckte Mehl? Hä? Nein. Hast du denn das gehört? Oh, ja, also einmal, aber... Behalt deinen Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Besser. Also gut. Ich sag Bevin, was passiert ist. Müssen wir nicht mehr aussagen? Nee, anscheinend nicht. Damit hat sich's erledigt. Okay, wir müssen uns mit Harkon treffen. Das machen wir jetzt auch. Eigentlich könnten wir auch was verkaufen jetzt gerade, oder wenn wir schon mal da sind? Ein bisschen Kohle machen. Wir haben nämlich ein paar... Schaden gegen Infizierte plus 5. Ich weiß aber nicht. Eigentlich ist es nicht so gut. Ist aber noch schlechter. Weg damit. Was haben wir in Ausrüstung so? Schlecht. Wirklich schlecht. Das tun wir weg. Diese Hose brauchen wir auch nicht. Wo sind denn unsere ganzen Laufschuhe?
verstehe das nicht. Wie viel haben wir denn eingesammelt gerade eben? Da! Ausgeschult, genau. Wertsachen. Wozu? Ist das zum Verkaufen? Wertgegenstand. Ich weiß nicht, ob man die verkaufen darf. Muss ich mal nachschauen. Ich traue mich immer nicht, sowas zu verkaufen. Oh, Moment mal, da stand noch was. Alle Wertsachen verkauft. 2830? Wir machen es trotzdem nicht. Hey, ihr könnt mir, wenn ihr das seht, ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was man so verkaufen kann. Würde mich auch interessieren. Wie weit ist es? Ja, nicht so weit. Okay, alles klar. Ja, also das würde mich mal wirklich interessieren. Was kann man verkaufen? Kann man wirklich alle diese Gegenstände verkaufen oder ist es Quatsch? Ne? Okay, machen wir die Story-Quests auch. Wir haben zwar schon eine Dreiviertelstunde drin, aber... ach, scheiße. Das ist so blöd. Was machst du da? Langsam werden wir stärker. Oh, das merkt man. Das sind die schlafenden Schönheiten. Die wollen sterben. Hau doch endlich zu, Mensch. Was machst du überhaupt her? Ah, jetzt muss ich wegen diesen Spongos. Ich heil. Verzeihen Sie mir. Was ist das? Eine Parkour-Herausforderung. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt schnell zum Kollegen. Wo ist denn der? Genau, wir gehen jetzt zu Harkon, nicht jetzt dieses Parkour-Zeug machen. Da, da ist er. Da zu dir, mein Freund. Harkon. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Die Peacekeeper geben in der Stadt wohl den Ton. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen? Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Ja, das machen wir dann, glaube ich, nächstes Mal. Wir haben heute so viele Nebenquests gemacht, Leute. Ist einfach so. Und das nächste Mal machen wir dann nur die Storyquest, weil das wird sich jetzt nochmal eine halbe Stunde hinziehen. Ist die Folge viel zu lang. Yo, danke, wenn ihr reingeschaut habt. Dying Light 2, nächstes Mal wieder mit Storyquest. Und übernächstes Mal wahrscheinlich wieder mit einem Zusammenschnitt der Open World. Wie wir sie heute teilweise gesehen haben. Okay, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer MacMo. Peace out. Servus.